Kannst mir gar nichts mehr. Das Schweif. Ah, und der Schaden bringt doch nichts. Ist auch nicht mehr so. Nice. Das kriegen wir easy mit links. Schräge Nummer. Easy peasy, lemon squeezy. Monster ist auch kein Hindernis mehr für uns. So geht das. Und ist nicht mal gescheatet, weil die Sonnenbomben hatten wir eh. Prototyp kriegen wir auch noch. Ich versuch's mal mit Schädelbombe. Na. Und mit Nassschweif. Easy. Man kann doch mit den Mitteln kämpfen, die man hat. Das ist da alles viel leichter. Wieso muss ich schon wieder verlieren? Gönn mir doch auch mal den Sieg. Okay. Da ist nix. Dann müssen wir da oben weiter. Okay. Sachen. Was haben wir denn hier? Das E, so wie das Zerr. Wie praktisch. Mike findet das E, Mike findet das Zerr. Super, dann können wir dort jetzt weiter an der Fabrik. Hey, Professor Ace Pokémon. Okay. Die können wir aber nicht mitnehmen. Schade. Okay, dann gehen wir mit den Pokémon wieder. Ach du Scheiße. Uhu, es hat sich befreit. Was zum Henker? Was zum... Wo ist das? Wo kommen sie schon wieder her? Ich dachte, ich hätte unseren Buchstaben-Pokémon gehört. Oh nein, was hast du getan? Wieso hast du es befreit? Ich habe gar nichts getan. Was war das für ein Vieh? Verdammt, ich muss es unbedingt wieder einfangen. Was, wenn es sich an der Küste einer Insel versteckt und dort heimlich etwas vom Vieh wacht? Ein Hinweis auf den Glitch in Pokémon erste Generation, wo man dann am Ufer lang schwimmen konnte und dann Items vervielfachen konnte. Oder am Ende sogar über Level 100 wächst. War es nicht euer Ziel, ein solches Über-Pokémon zu erschaffen? Ja, aber eines, das unter unserer Kontrolle steht. Aber das ist eh nur eine Frage der Zeit. Bald haben wir es gefangen und dann bist du dran. Mit dem Pokémon holen wir uns erneut dein Zerr und eh. Dann wird das Pokémon perfekt und wird uns gehorchen. Du hast keine Chance. Das sehe ich aber anders. Sie hat echt was für diese Abgänge übrig. Das muss ich auch mal probieren. Nicht aus. Und jetzt. Aua! Im Dunkeln einen Treppchen mitzugehen ist echt keine so gute Idee. Habe ich bei dem Sturz auch nichts verloren? Das E und die drei Pokémon scheinen noch da zu sein. Dann sollte ich jetzt endlich zurück nach Knoblauch bringen. Ja, aber wir müssen ja weiter nicht nach Knoblauch heim. Weiter auf der das den Baum zu schneiden als erstes. Okay, jetzt haben wir das E und das Zerr. Sehr schön. Okay, Knoblauchheim ist wo? Knoblauchheim ist hier, da müssen wir eh hier vorbei. Okay, das ist jetzt unser nächster Plan, dass wir eine Route gehen, dann zur Schneider machen dann und so weiter. Warte, können wir hier vielleicht eine Abkürzung nehmen? Das wäre sehr effektiv. Können wir nicht. War ja klar. Okay, dann raus hier. Auf dem schnellsten Wege. Schon längerer Weg, wie wir hier reingekommen sind. Kamen wir hier raus? Die Trainer sind alle weg. Ich
Ich hoffe mal, dass der Weg, aus dem wir kamen, den wir suchen. Ja, ich glaube nicht zu anderen hier. Da sind wir durch. Na dann schnell raus hier. So. Auf zum Ufer und dann gehen wir mal weiter. Zerschneiden wir endlich den Busch. Den Zerschneiderbusch. So, hier hinauf. Mal Pokémon überwinden. Hier runter nur noch. So, dann würde ich mal sagen, kurz mal Heilung hier. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns entweder in diesem Part oder im nächsten Part wieder. Ich mache aber hier genau an dieser Stelle mal eben, ich speichere hier mal. Und dann mache ich nochmal ein kleines eine Aufnahmepause. Wir haben im Beutel. Wir haben im Beutel ein E und einen Zer. Mike erhält VM Zer Schneider. Das E können wir noch nicht zurückgeben, da müssen wir erstmal zu Herr Professor Eiche. Professor Eich, der dann das E zurückgeht. Ah, okay. So, aber jetzt können wir doch erstmal. Ah, es muss natürlich erstmal noch jemand Zer Schneider lernen. VM Zer Schneider, sehr schön. Wer kann das denn lernen? Du Mann da, der Zerschneider. Hat am wenigsten nützliche Attacke. Zack. So. Nice. Jetzt können wir hier durch. Endlich. Und weiter geht die Reise. Auf Route 7. Richtung Knoblauchheim. Wenn ich mich richtig erinnere. Erstmal nach Fetchel City und dann über Fetchel City nach Knoblauchheim. Und dann schauen wir weiter, wo uns die Reise noch so weiterbringt, nachdem wir das E zurückgebracht haben. Das war doch eigentlich die Hauptquest, das war doch, danach mussten wir eigentlich. Das ist noch Maikes Hauptmission. Unsere, also Zweis. Mission war ja, einen Orden zu bekommen und die Top 4 zu schaffen, aber Maikes Mission war, das E zurückzuholen. So, das kommt uns bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Oha, wo Polizisten? Müssen wir irgendwie einen Umweg finden? Polizisten nur zu umgehen. Können wir hier irgendwo was anstellen, um die dahin zu locken und dann. Ja, die Corona-Zeiten, alles ist noch keine Pokémon gab. So alt solltest du doch auch wieder nicht. Okay, was machen wir jetzt hier? Da steht auch die Potente. Was tun wir? Oh weia. Können wir hier vielleicht langs surfen? An denen vorbei? Wäre eine Idee.
Meeresforschungslabor, waren wir da schon mal drin? Ah ja, da waren wir schon mal, das Enton, das aufgeschnittene Enton. Ich erinnere mich dran. Okay, jetzt sind die Polizisten weg oder was? Ne, hier sind sie. Einfach mal ins Pokémon Center gehen, obwohl die Polizei daneben steht. Ich meine, wir brauchen es nicht unbedingt, aber was soll's. So, zurück nach Knoblauchheim, Route 1. Das sind die ersten Trainer, die wir besiegt haben. Wieso Level 3? Wollen wir? Ich meine, das juckt jetzt sowas von. Level 3, Level 2 Pokémon. Level 45. Das kratzt jetzt das Team so gar nicht. Na gut, den Turtok. Das Team, naja. Wir haben Level 5 Pokémon im Team, also. Ich will nicht sagen. Oh, ein Item. Warum liegt hier noch ein Item rum? Aha, wieder Celebi. Schreien. Immer noch Foto 1. Hier können wir es durch. Hurra. Was gibt's hier zu sehen? Ich glaube nicht so wirklich was Interessantes. Mach trotzdem mal einen kleinen Ausflug, vielleicht finden wir ein Taubst Level 3. Okay, das sah gerade wie ein Pokéball aus. Suchen echt überall nach mir. Okay, da können wir nicht weiter, weil der Polizei steht. Na dann, gehen wir erstmal zurück nach Knoblauchheim. Aus irgendeinem Grund suchen die hier nicht nach mir. Auf Route 1 Richtung Knoblauchheim. Überall bloß nicht hier. Warum sollte die nach Knoblauchheim zurückkehren? Wird gerade das E geholt, warum sollte sie nach Knoblauchheim kommen? Was dauerst du mich so an? Okay. Herr Professor. Ich habe da was für Sie. Aber vorher. Ich will mir ein Item. Top Genesung. Die habe ich als Kind immer top gesund genannt, weil ich nicht lesen konnte. Ja, Professor. Hey, ich habe die Pokémon und das E zurück. Wer bist du und was suchst du hier? Hoffnungslos. Gib ihm sein E und lass uns von hier verschwinden. Dem kann ich nicht mehr geholfen werden. Aber was ist mit den Pokémon? Oh, hast du nicht gewusst, dass Zwergi und ich bereits welche gekauft haben? Wie jetzt? Heißt das der ganze Aufwand? Warum sonst? So direkt würde ich das jetzt nicht sagen, aber ja, es war umsonst. Na klasse, jetzt reicht's. Hier, nimm die ganzen Pokémon-Kram. Du und Zwergi dürft euch jetzt um dieses Buchstaben-Pokémon kümmern. Ihr habt echt genug von Pokémon. Ich habe echt genug von Pokémon. Ich schaue mich mal in anderen Spielen um. Sehr schön. Wir gehen jetzt andere Spiele besuchen. Ab zu Zelda. Achso, ich bin das. Okay.
wieder so ein Spieltransfer. Komm ruhig, ruh dich ein bisschen aus. Ja, willkommen zu Pokémon Rote Edition. Mit Sven Fürst. Der Game Boy Advance ist als Controller an den Nintendo GameCube angeschlossen. Oh weia. Nur schade, dass ich kein Geld für Spiele oder ein Nintendo DS habe. Oh Schreck. Ach so, ich spiele jetzt wieder Zwergi. Ach, sehr schön. Ich dachte, ich spiele jetzt Mike, die sich wieder in der anderen für Rot ver. Wir hatten das ja schon mal. Hey Zwergi, Mike will, dass ich dir ihre Pokémon und Items gebe. Zwergi erhält diverses nutzloses Zeugs. Die Pokémon von Mike wurden auf deine Box transferiert. Ich muss dann jetzt auch wieder. Wenn ich Eiche zu lange allein lasse, fängt er wieder an, das Sofa anzuknabbern. What the fuck? Da fällt mir noch ein, Mike hat irgendwas von einem Buchstaben-Pokémon erzählt. Ich kann dir dabei leider nicht helfen, aber ich habe etwas im Radio gehört, das dir helfen könnte. Es ist wohl angeblich eine Art Virus auf der Siegelstraße gesichtet. Vielleicht ist es ja dieses Pokémon. Na gut, viel Glück. Siegelstraße? Das liegt westlich von hier, hinter den Strudelinseln. Aber zuerst sollte ich ein paar Pokémon von Mike besorgen. PC steht in meinem Zimmer. Endlich bin ich wieder ich. Juhu. Das ist die Karte. Bisasam. Warum hat Bisasam bekommen? Das sieht nicht nach mir aus. Ich würde niemals Bisasam wählen. Ich vergaß. Und ich nehme auf jeden Fall mit. Party-Pokémon. Party-Bibis. So, ich glaube, wir können auch alle mitnehmen. Darum ist ja auf jeden Fall noch hilfreich. Wir haben genug Slots, glaube ich, dafür da. Die könnten auch nützlich werden. So, Schneepika. Nur noch mitnehmen. Da war mein Gehirn gerade kaputt. Und natürlich noch. Ich habe noch einen Gummann da. Vielleicht können wir die ein bisschen trainiert kriegen. Wäre mal hilfreich für die Top 4, wenn wir da hin wollen. So, jetzt habe ich 10. Guck mal, Team. Doch natürlich eine Spitze. So machen wir das. Tutak, Schneepika, Tauxi, Zwirrlicht, Bisasam, Gummander. Haben das Team endlich voll. Nein, auf geht's zu neuen Aufgaben. Auf Abenteuer. Jetzt Zwergi. Erstmal speichern wir. Jetzt, wo wir unseren richtigen Körper zurück haben. Auf zur Siegerstraße mit Mike's Pokémon. Tutok Level 45. Was haben wir eigentlich für Items? Im Beutel, was haben wir für Items? Eine Top-Genesung haben wir. Ach, die Items, die wir auch vorher hatten. Sehr schön. Wurde vererbt. Ich habe von Mike geerbt, bevor sie in ein anderes Spiel aufgebrochen ist. Und ich glaube, Mike war das, nicht der Professor. Der Professor bleibt da. Mike ist in ein anderes Spiel aufgebrochen. Spielt jetzt bei Zelda mit. Den ganzen Weg wieder zurück.
Das ist ja anstrengend. Das hin und her gelaufen. Oh, das ist ein Item. Jetzt müssen wir den Weg natürlich nochmal extra laufen. Schutzitem haben wir keins. Natürlich nicht. Da hoch geht's. Stunden später. Das war klar. Sind dem ein Büschel. Das Pokémon kommt. Von hier aus ist es doch nicht mehr weit, oder? Das haben wir doch gleich. Oder auch nicht. Noch ein bisschen hin und her gelaufen. So, beim ersten Mal mit Mike wird es schwieriger. Da müssen wir noch gegen die Pokémon kämpfen, gegen die Trainer. Und ihr wurdet immer noch nicht zu ändern, na toll. Tage später. Stand hier nicht mal ein Mogelbaum? Ich glaube, ja, das war die Szene. Dann Mogelbaum stand. Ein verdammter mogeliger Baum. Auf geht's. Facial City. Ah, da wären wir. Geht's nicht zur Pokémon Liga? Nee, wir müssen hier bei Route 1 abbiegen. Oh, ich weiß, wo wir abbiegen hätten müssen. Ach, nö. Okay, wieder zurück. Zurück geht's zum Glück ein bisschen leichter. Mal noch ausweichen. Das war da irgendwo ab der Hälfte. Und ich bin zur Schneiderbusch weitergegangen und kam dann. Da waren wir mit Maike schon. Das war doch hier irgendwo, oder? Ja, exakt hier. Hier ist erstmal ein Item. Ein Pokéball. Irgendwo war eine Abzweigung. Bin ich bekloppt oder was? Gab es noch eine Abzweigung nach rechts? Wo wir mit dem Zerschneiderbusch durchkamen. Und war das noch weiter vorne? Ja, hier war das. Kann man nicht weiter wegen der Polizei. Aber die Zwinge dürft ihr jetzt keine aufhalten. Das ist ja jetzt.
geht's jetzt weiter. Route 2. Gut, ich muss aber auf Route 2 hier erstmal eine kurze Aufnahmepause machen. Kurz mal speichern. Und wir spielen bald weiter.